Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu, meine Lehren, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für diesen neuen Tag und ich bete auch. Red durch dein Wort uns, ja von Verständnis, und ein Wort, was fähig ist, der Herrscher, im Namen Jesu. Amen. Jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, war wir für eine Entscheidung gestellt. Dort herrsche, die herrsche, oder die ignoriere. Nicht leibte Volke ignoriere wie, was Gott durch sein Wut getan sagt. Dort wird das Problem von den Israeliten der Jeremias Zeit. Sie wollen das Wut nicht hören, wenn sie wollen ihre eigene Wege kommen. Sie hatten beschlossen, Jeremia im Gefängnis zu schmieden und wollen ihn dort machen. Dann sagte Jeremia in Vers 12, darum erwiderte Jeremia, der Herr hat mich beauftragt, dies alles gegen den Tempel und die Stadt vorauszusagen. Ändert euer Leben und hört wieder auf den Herrn, euren Gott. Dann wird er einlenken und das angedrohte Unheil nicht über euch hereinbrechen lassen. Macht mit mir ruhig, was ihr wollt. Ich bin in eurer Hand. Doch eins sollt ihr wissen. Wenn ihr mich hinrichten lasst, dann ladet ihr Schuld auf euch. Und diese Stadt und ihre Einwohner, weil ihr einen Unschuldigen umgebracht habt. Denn so wahr ich hier stehe, der Herr hat mich zu euch gesandt, um euch alles zu anzukündigen, was ihr gehört habt. Als der Jude dort hier, dann war im besten Sinn ängstlich und leitete davon auf, Jeremia anzubringen. Aber bezierte sich trotzdem nicht. Ich glaube, das ist so wichtig. Jedes Mal, wenn wir die Bibel hören, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns fragen, was sagt das Wort für mich? Dass wenn wir dann erzählen, dass Gott uns das Bibelwort wird sein wollen, dass wir dann ändern. Wir sollen niemals, wenn uns das nicht einmal gefällt, was wir hören, dass wir es bloß aufwiesen und dann wieder die anderen waschen können. Das Wort ist dort ein Mannstreich zu wissen. Weil ich über uns leben, fehlt einfach nur denken. Weil wir uns mehr Zeit nehmen, über uns handeln, nur zu denken, als über andere. Wie weit der Volk besser Bescheid, wo der andere voll steht, und werde dort denken soll, als über uns selbst. Herr, ich bete, dass ich gut uns den Rechen wahrschwisst und dass wir erzählen, jedes Mal, wenn du zu uns redest, dass wir uns auf dem Rechen wahrschwieren lassen. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.